Grüß euch, ich bin's wieder, euer Michi. Im nächsten Teil unserer Online-Skischule erkläre ich euch, wie man parallel die Ski steuert in langen Radien und zum ersten Mal die Skistöcke richtig benutzt. Das parallele Skisteuern mit langen Radien, wie ich es aus dem Riesendorlauf kenne, funktioniert folgendermaßen. Gleichzeitiges Umkanten, Drehen und Steuern der Skier sind die Basis für ein paralleles Skisteuern bei langen Radien. Die optimale Gewichtsverteilung sollte bei 60% am Talski und 40% am Bergski liegen. Um den Schwung zu unterstützen, ist der Stockansatz ein wichtiger Faktor. Dieser sollte allerdings nur aus dem Handgelenk kommen und zwischen Skispitze und Bindung eingesetzt werden.